Guten Tag, vielen Dank für die Post, vor allem bei YouTube. So viele Menschen schreiben mich da an und auch natürlich privat bekomme ich sehr viele Zuschriften hier, weil die Leute haben mit Steinbock sehr viel zu tun und sie sind ein bisschen verwirrt und wissen nicht, wie es weiter mit dem Steinbock gehen soll. Ich habe gesagt, Steinbock ist zwar zu Ende, aber ich sage noch eins. Steinbock muss lernen, dass es im Leben nicht nur um Geschäft geht. Also für ihn alleine, okay, wenn er alleine lebt, dann kann er natürlich wunderschöne Zeiten haben und alleine Geschäfte führen. Das Problem ist, wie ich gesagt habe, dass Steinbock immer andere Leute da reinzieht. Und das ist ihm egal, was da mit der Liebe passiert. Und was mit der Person passiert, anderes gesagt, Steinbock offenbart dir die Liebe, indem er dich da reinzieht in das Geschäft. Ja, aber vielleicht wird Steinbock eines Tages lernen, dass es noch etwas anderes ist, nicht? Wie in diesem Lied, nicht? Somewhere over the rainbow. Die fragt, warum kann ich auch nicht da so hoch und so schön fliegen. Wenn die Leute da damit zufrieden sind, mit dem Steinbock zu leben und zu sagen, das ist so okay, dann können sie natürlich eine wunderschöne Beziehung führen mit dem Steinbock und sagen, so ist das okay, mehr brauche ich nicht. Ich bin zufrieden. Also ich habe da Leute kennengelernt. Einer arbeitet bei Rewe, der andere bei Netto. Oder einer da bei Edeka und andere bei Penny. Okay, die leben zusammen, die führen eine wunderschöne Beziehung, arbeiten, erzählen sich von den Geschäften. Was willst du noch mehr? Solche Beziehungen sind auch vorhanden und auch machen die Leute glücklich. Nicht jeder braucht so viel Energie und Gefühl und Offenbarung wie Skorpion, mein Gott, wie die Fische und Krebs, also diese alle Wasserzeichen. Nicht jeder braucht so viel Liebe oder auch Zwilling, der immer da etwas sagen will. Du hast wunderschöne Augen und Lippen. Ach so, viele Leute haben mich da angeschrieben und gefragt, was ist mit meinen Augen passiert? Ich bin tatsächlich nicht geschminkt, weil ich immer noch krank bin. Ich muss eine Kortisonsalbe hier in meinen Augen tragen und deswegen kann ich mich im Moment nicht schminken, aber das geht bald vorbei. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Frieden wird die Planeten führen. Liebe wird die Sterne steuern. Das war so im Lied aus dem Musical Hair. Dann kam aber das Unbehagen, nicht? Terrorismus und Kriege, Tragödien auf dieser Welt. Das war so in den 60er Jahren. Das Lied wird bis heute überall im Radio gespielt. Das ist eine wunderschöne Beschreibung für wunderschöne Welt. Das sind Träume. Aber so ist das nicht. Das war so in den 60er Jahren. Wassermann, aber das Lied hieß ja Wassermann, Aquarius. Wassermann hat mit den Idealen zu tun. Und mit der Wissenschaft und vor allem mit der Weisheit. Oft ist das so, dass diese Beschreibungen Frieden und Liebe und Wissenschaft und Weisheit, oft ist das so, dass das nur ein Herzensschrei des Wassermanns ist. Deswegen, wenn du oft mit Wassermann redest, willst du solche Sachen da immer hören und keine spontane Reaktion von dem Wassermann erwarten,
Das ist nicht Skorpion, der plötzlich aufsteht und Glas nimmt und wirft dir das Glas mit Wodka ins Gesicht. Das ist das nicht. Wassermann wird philosophieren, wird reden, es geht um Ideale. Er wird fragen, ist das wirklich Gold oder ist das nur vergoldet? Er wird alles untersuchen wollen. Ist das Seide oder ist das nur Baumwolle? Das wird dich verrückt machen. Viele Leute wollen wunderschöne, spontane Reaktionen. Viele Leute wollen sagen, ich liebe dich, du bist schön, du bist krank, oh, es tut mir so leid. Ich komme, ich besuche dich, das wollen die Leute. Aber mit diesen Luftzeichen oder jetzt haben wir Wassermann, ist das nicht so. Wassermann wird das alles so untersuchen. Was ist das für Krankheit, wo kommt die her, warum hast du die bekommen? Ja, wenn das so ist, dann brauche ich dich auch nicht zu besuchen. Das treibt dich zum Wahnsinn. Alles wird untersucht, abgeschnitten, beobachtet, so wie in diesen Sendungen da mit Essen, wo die das alles aufschneiden und gucken, was da drin ist, diese Jury da. So ist das auch mit Wassermann. Deswegen habe ich gesagt, oft ist das nur ein Herzensschrei und es ist so, es gibt ein Symbol für Wassermann, das ist ein Mensch mit dem Wasserkrug. Wir Menschen, wir brauchen alle Liebe, Sex, das ist ja sehr wichtig, und Essen. Und dieser Mann mit dem Wasserkrug als Symbol für Wassermann, er will dir etwas reichen. Vielleicht Wasser und Sex und Liebe und das Essen. Aber ich würde sagen, Wassermann ist ein Mensch mit diesem Wasserkrug. Er bringt dir zwar das Wasser, um dir zu helfen, aber dabei macht es sich nicht nass. Für heute ist die Zeit leider um.